Kleine Geschichte am Rande. Also ich bin auf dem Weg runter in die Hotelrezeption, um meinen Schlüssel abzugeben, was ich dann auch getan habe, denn ich fahre an den Strand. Jetzt hatte ich aber noch was vergessen im Hotelzimmer und greife mir einen Schlüssel wieder von der Rezeption, den ich ja eben abgeliefert habe. Der sieht dann ungefähr so aus. Das ist hier so ein Schlüssel. Und gehe damit zu meinem Zimmer und hole das Ladekabel. Und wie ich das Ladekabel geholt habe und von außen die Tür zumache, stelle ich fest, ich habe den falschen Zimmerschlüssel in der Hand. Das musste ich nochmal prüfen. Ich also wieder aufgeschlossen, wieder ganz normal zugeschlossen. Es war ein anderer Zimmerschlüssel als meiner. Ja? Das war genau gesagt 406 und ich habe, hier steht es ganz groß drauf, 409. Ich dann runter zur Rezeption gegangen, es war ja keiner da. Nehme mir den 409er auch noch, gehe hoch, mache die Gegenprobe. Ja, passt, geht auch rein. Und ja, ich hatte ja da nichts anderes zu tun, als mal zu 406 zu gehen, um zu gucken, ob der 409er auch bei 406 passt. Hab dann dem Rezeptionisten Bescheid gesagt, er möge das noch mal prüfen. Der ist auch aus allen Wolken gefallen, als er mit dem 406er Schlüssel mein 409er Zimmer aufgeschlossen hat. Aber man hat mir heute Abend versichert, nachdem ich also vom Strand zurückkam, der Techniker wird das morgen prüfen und gegebenenfalls etwas daran ändern. Als ich die Gegenprobe gemacht habe, also für alle, die jetzt denken, mit dem 409er könnte man auch das 406er Zimmer aufmachen. Nein, es geht überhaupt nicht. Ja, so kann's gehen. Tschüss.